Hallo und herzlich willkommen zu Eriks Koch Show. Ja, da bin ich mit neuen Friesen. Leckt mir. Bin ich schön. Was ist denn da drin? Ah, da bin ich so. So, heute zeige ich euch ein Rezept. Das Rezept, das ist ein bekanntes Familienrezept. Als erstes brauche ich dir einen Liter Krug, wo ein Liter drin passt. Das ist die Hauptfunktion von einem Krug. Als nächstes brauche ich dir einen Löffel bzw. einen Teelöffel, einen Teaspoon hier. Ich habe hier natürlich die Special Edition Holz. Sexy, perfekt zum Abmischen. Kann ich nur empfehlen. Der Löffel ist gesponsert von meinem Partner. Krasselöffel.ch. Dann als nächstes, ganz wichtig, ihr braucht Salz. Das ist jetzt spezielles Bergsalz. Die zweite Zutat, auch sehr wichtig, ihr braucht Backpulver. Das spielt eigentlich absolut keine Rolle, was das für Backpulver ist. Es muss einfach ein Backpulver sein. Ja. Nehmt ihr jeweils vom Salz und vom Backpulver Löffel. Nachdem ihr das gemacht habt, schaut ihr das Wasser. Lauwarm ist. Genau, ihr braucht so ein Gerät, das nennt sich Nasenspülungsfizierungs-Ding. Und dann füllt ihr dort die erste Ladung rein. Dann der nächste Schritt ist, dass ihr euch das in die Nase steckt und Das ist so grusig, Mann. Holy shit. Willkommen! Bevor wir darüber reden, was für ein verdammter Krüppel ich bin, muss ich noch etwas zum einen Fakt aus dem letzten Video sagen. Das war Fakt 39. Hey, schon wieder ein Minus-Abo gemacht, aber mir läuft es richtig. Fakt 39 ist ja der bekannte Fakt. Ich hasse den Bichsel. Und man sieht literally bei Wiedergabe, Dauer und wo das die Leute hergeskippt haben, dass dort so ein riesen Ausschlag ist. Wie ich am Anfang. Ich muss mich an dieser Stelle einmal entschuldigen beim Bichsel. Nee, jetzt muss ich schnell schauen. Jetzt hat hier einfach einer geklopft und dann hat er hier das Papier hergetan. Ist das? Okay, gut. Sehe ich. So, für mich wird das jetzt komisch, weil ich nehme das erst nachher auf. Das ist natürlich nur Spass. Ich habe es nur lustig gefunden, dass es zu Meme geworden ist. Und der Bichsel die ganze Zeit nur gefeiert wird von den Leuten. Hey, schon gesehen, Fakt 39. Und dann auch noch mit dem Timestamp für woher. So gut. Ich hatte eine Operation. Und bin jetzt in der zweiten Woche krank geschrieben. Und mir ist gottlos langweilig. Was ich geschafft habe in dieser Woche, ist natürlich die Haare schneiden. Jetzt sehe ich wieder. Sexy aus. Zitat von Isa. Endlich siehst du nicht mehr scheisse aus. Und das soll es aber nicht gehen, weil euch ist meine Gesundheit eh scheissegal. Was viel lustiger ist, das Arzt-Ding hier, das er mir gegeben hat. Und da steht drauf, was ich alles habe. Vielleicht noch kurz so, vor der OP. Ich habe vor der OP mein erstes Dormicum gegessen. Leck ist das geil gewesen. Die glaubt nicht, wie geil das war. Für die es nicht wissen, Dormicum ist die Schweizer Version, von Xanax, also von einem Benzo. Das Ding hat reingeschallert, Alter. Also wirklich, das gegessen Alkohol, gegessen alles. Gegessen den Pritt-Klebstift, an dem ihr geschnüffelt habt in der dritten Klasse. Das verdammte Dormicum, das war so geil gewesen. Es ist wie Alkohol. Das Geile vom Alkohol, ob du nichts im Magen und dir ist nicht schlecht oder Sturm, sondern du bist einfach fucked, du bist einfach betäubt. Was ich aber froh bin, ist, dass ich den Entzug nicht mitnehmen musste. Ich bin obviously dann operiert worden. Ich habe gesagt, ich bin nervös. Ich bin nicht nervös gewesen. Aber sie so, ja voll, ist gut, ich gebe dir das Dormicum. Das habe ich auch noch so krass gefunden, dass sie einfach das Dormicum rausgegeben haben. Auch wenn das Spital den geilsten Shit hat, haben sie auch den heftigsten Shit, den du das Leben kann zu ficken. Du bist basically, wenn du normale Therapie machst, bist nach 2-3 Wochen bist körperlich abhängig von diesen Dingen. Darum muss ich eigentlich sagen, mach es nicht. Aber es war schon geil gewesen. Leck, bin ich ein schlechtes Vorbild. Whatever.
Ich bin dann operiert worden. Alles mit so einem dicken Ninja-Schwerter so rausgeschnitten worden. Nein, so ist es eigentlich nicht gesehen. Ich bin dann mal aufgewacht. Im Aufwachraum, obviously. egal, ich habe immer 2 Wochen Arztzeugnis bekommen, habe dort noch ein bisschen mein Leben chillt im Spital. Ich lese jetzt mal vor. Eingriffe der Nasenscheidewand, Nasennebenhöhlen, Nasenmuscheln. Dort steht drauf, was genau gemacht wird. Und dann steht es natürlich leserlich für normale Bürger und nicht für Ärzte. Septumplastik, Begradigung der Nasenscheide, Nasenscheidewand, wird gemacht. Hat er doch nicht gemacht, weil er gemeint hat, yo, Digi. Lenkt nach einer festfunktionellen endoskopischen Nasennebenhöhlenoperation. Auf Deutsch heisst es, er schneidet mir die Polypen aus der Nase. Und dann haben wir noch Turbinoplastik, Verkleinerung der Nasenmuscheln. Ist nicht gemacht worden, ist auch nicht geplant gewesen, darum scheißegal. Dann kommen wir zum wichtigen Part. Diagnose, / Leiden, I'm in pain. Keine Fachausdrücke. Dann haben wir als erstes chronische oder akute rezidivierende Rhonisinitis. Ja, Digga, keine Fachausdrücke. Dann steht noch irgendetwas hergekritzelt. Doktor, ich habe keine gute Handschrift. Dann ein Nasenpolypen. Oh ja. Oh fucking ja. Und dann haben wir es. Hier. Nasenatmungsbehinderung. Ich bin auf dem Blatt. Bin ich behindert? Ja. Was heisst das für mich? Mehr Platz beim Parken. Ich frage mich einfach nur, was es braucht für einen Behindertenausweis. Also ich glaube, die einfachste Methode wäre, wenn mein Wohnort Zürich wäre. Shoutouts an Debbie. Und dann steht hier natürlich noch, das ist wie eine Versicherung. Das Spital ist wie eine Versicherung, oder? Und die müssen dir erklären, wieso sie das machen. Dann haben wir hier den nächsten Punkt, voraussichtlicher Verlauf mit / ohne Behandlung. Ohne Behandlung. Schlechte Lebensqualität. Das heisst auf Deutsch, mit dieser Diagnose würde ich bei jedem Biss, den ich esse, grunzen. Ich schnarchle. Und wenn mir irgendetwas ins Mund geht, ersticke ich, weil ich nicht mehr durch die Nase schnaufen kann. Das ist eigentlich auch nicht witzig. Mögliche orbitale und kraniale Komplikationen. Weißt du, ich könnte schon. Ärzte sind so Typen, die können dir schon einfach nicht erklären, was gemacht wird. Also mal schon. Aber die sind so in der Fachausdruckwelt drin, es ist unglaublich. Mit Behandlung. Jetzt kommt hier der Versicherungstrick, aber ich lasse mich vielleicht nicht verarschen. Mit Behandlung. Verbesserung von akuten und chronischen Infekten der Nasen / Nasennebenhöhle. Verbesserung der Lebensqualität / Schnarchen. Dass ich penne. Ich weiß nicht, was ich so mache. Verbesserung der Nasenatmungsbehinderung. Und da steht es auch wieder. Also ich habe zwar wieder schnaufen durch die Nase. Aber auf dem Blatt bin ich behindert. Verbesserung der habe ich schon gesagt. Vielleicht bin ich im Kopf. Vielleicht bin ich im Kopf etwas behindert. Ja. Nein, was haben wir noch? Orale Kortikosteroide. Ich klammere Cortison. Also die scheiß Tabletten. Und dann noch Antibiotika. Das ist jetzt eben die Spezialtherapie, die ich habe. Wo die Krankenkasse insgesamt 20'000 Steine im Jahr kostet. Und zwar bekomme ich alle Monate Xolair gefetzt. Mein Körper produziert zu viel Antikörper von ihm. Von irgendeinem Typ. Und das in meiner Nase, das ist eine allergische Reaktion. Dann denkt der Körper, Digga! Was passiert? Komm, wir machen hier mal Schleimüberproduktion und machen so grusige Tropfen und hoffentlich erstickst. Das heisst, ich habe eigentlich Autoimmunkrankheit eigentlich so auf dem Blatt, oder? Also mein Immunsystem ist nicht geschwächt, aber funktioniert in der Nase nicht richtig. Und mit dieser Therapie bekomme ich alle Monate 2 solche Spritzen links und rechts in den Arm. Ich habe schon eine Infusion bekommen. Dann muss ich alle Monate ins Spital und dann bekomme ich das Xolair in meine Vene hineingespritzt. Und der Scheiß macht die auch nicht heim. Das ist der grösste Abfuck. Also der musst wirklich alle Monate ins Spital, durch das in die Venen leiten. Und du spürst nicht einmal etwas. Also ich bin froh, dass ich nichts spüre. Was beschissener wäre, wenn ich
etwas will spüren im negativen Effekt, zum Beispiel Dünnschiss oder so. Und in diesen Spritzen ist eigentlich Antikörper drin, die er entgegen soll haben. Wo er eigentlich so sagt, ja, Udiga, mach mal nicht. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Arzt. Was kann ich abschließend sagen? Seid froh, wenn ihr gesungen seid. It's for real. Ich würde mir gar nicht vorstellen, wie es ist, die scheiß Nasenpolypen vor 50 Jahren zu haben. Dann wäre ich richtig im Arsch gewesen. Dann hätten sie die operiert und ich wäre auch zu 90% gestorben. Darum bin ich auch froh. Also ich bin ja nicht sterbenskrank. Ich bin nach der OP, bin gesungen. Ich habe zwar Asthma, aber ich habe 98% Lungenvolumen. Also teils sogar mehr und weniger Entzündung als Leute ohne Asthma. Darum, wenn ihr nicht regelmässig ins Spital müsst, hey, seid froh, Mann, wirklich. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dort das keine Ahnung, das Gefühl von Wertschätzen, dass man gesungen ist, kommt auch erst, wenn man so ein bisschen Scheiße erleben musste im Spital, oder? Ich wünsche... Ah nein, Outro, stimmt. Hier kommt so eine weisse Wange reingefahren. Irgendwie hier, etwa da. Hat ein Video und hier auch. Und auf dem Kopf hat er dann das Abo.